Sag Mama, dass sie das T-Shirt ausziehen soll. Das ist meins. Du kannst doch deiner Mutter selber sagen. Nein, sag deiner Frau, sie soll mein T-Shirt ausziehen. Ständig zieht sie meine T-Shirts an. Jedes Mal dasselbe. Jetzt reg dich nicht auf. Ich habe mir vorhin Kaffeefleck drauf gemacht. Da habe ich mir eins von deinen Tops genommen. Du hast 20 Stück davon. Aber warum? Ist doch nicht so schlimm. Frag sie doch, ob sie keine eigenen hat. Ja, aber was ist denn los? Wir sind doch hier nicht im Herrenhaus, oder was? Ich halte das bald zu Hause nicht mehr aus. Also es geht schon über ein halbes Jahr so und das wird immer schlimmer. Dabei war niemand ein Herz und eine Seele und ich als Vater habe mich total überflüssig schon gefühlt. Und jetzt total das Gegenteil. Um seine Familie zu retten, hat der Vater Sozialpädagogin Rosella Blumenthal eingeschaltet. Die Therapeutin soll herausfinden, warum Mutter und Tochter nicht mehr miteinander klarkommen und ob vielleicht ein bestimmtes Ereignis die Beziehung der beiden verändert hat. Lisa? Ja. Hallo, ich bin Rosella Blumenthal. Hallo. Die Familientherapeutin. Familientherapeutin? Kommt die jetzt wegen mir? Bin ich jetzt wieder schuld? Sie wird uns nur helfen. Helfen? Wo soll die uns denn helfen? Nein, ich hab da keinen Bock. Lisa, jetzt, wo gehst du denn jetzt hin? Das kann doch nicht wahr sein. Als ich zur Familie Stürmer reingekommen bin, habe ich eine sehr eskalierende Situation wiedergefunden, wo ich so im ersten Moment gedacht habe, mein Gott, hier geht aber echt nichts mehr. Seit wann ist das denn so? Haben Sie öfter so Auseinandersetzungen? Ja. Ja? Ständig. Ständig? Aha. Wie lange schon? Das geht bestimmt schon seit über einem halben Jahr so. Mhm. Ich kriege das ja gar nicht alles immer so mit. Ich bin ja tagsüber arbeiten, aber wenn ich abends dann hier bin, ja. Das ist dann schon krass, was man dann hier so zu hören bekommt. Ne? Aber warum? Keine Ahnung. Auch die Mutter ist ratlos, denn Tochter Lisa verhält sich ihr gegenüber nur noch abweisend und lässt keinerlei Nähe mehr zu. Im Gespräch mit Rosella Blumenthal gibt sich die 16-Jährige jedoch völlig anders und fasst sofort Vertrauen zu der Sozialpädagogin. Meine Mutter, die hat sich total verändert, seit einem Dreivierteljahr. Ich will hier einfach weg. Die denkt, die wäre eine Berufsjugendliche, die zieht sich an wie ich, die nimmt ständig meine Tops. Die kopiert mich und ich kann damit nicht umgehen. Früher war die gar nicht so. Früher war die wie meine beste Freundin und auf einmal hat die sich verändert. Wollte mir mal alles vorschreiben, mir mal alles besser wissen. Das heißt, es ist für dich so, dass du es kaum noch aushältst? Ja, ich will am liebsten hier weg. Ich möchte ausziehen. Okay. Na gut, es gibt natürlich für Jugendliche jede Menge Möglichkeiten, ne? Wenn sie ausziehen wollen, wenn sie nicht mehr im Elternhaus bleiben können. Da gibt es auch verschiedene Variationen, ne? Ob man in so ein betreutes Wohnen geht oder andere Hilfesysteme. Dafür bin ich natürlich auch da, das ist ganz klar, ne? Aber bevor man so einen Schritt macht, sollte man schon schauen, dass man auch alles ausprobiert. Und nach dem, was du mir so erzählst, ist ja deine Basis zwischen dir und deinen Eltern schon noch da, ne? Nur im Moment ist es eben so extrem. Vor allen Dingen darf innerhalb einer Familie niemals die Kommunikation abbrechen. Denn wenn die abbricht, man nicht mehr miteinander spricht, sich nicht mehr mitteilt, ist das oft der Anfang vom Ende. Da bei Lisa und ihrer Mutter die Fronten schon verhärtet sind, ist die Gefahr groß, dass jedes weitere Gespräch in immer heftigeren Streit ausartet. Doch Psychotherapeutin Rosella Blumenthal hat eine Idee, wie die Familie auf andere Art und Weise miteinander kommunizieren könnte. Ich habe so den Eindruck, dass es im Grunde schwierig ist, ne, wenn wir miteinander sprechen oder kommunizieren. Ne? Also wenn wir das, ich sag mal, über Worte machen. Es ist sinnvoller jetzt, vielleicht habe ich mir überlegt, dass wir eine gemeinsame Aktion machen, wo wir über Bilder kommunizieren. Das wissen die wenigsten, ne? Dass wir eigentlich in Bilder denken. Es geht darum, dass sie jetzt zum Beispiel ihre Handys nehmen und mal sich umschauen im Haus oder im Garten nach jeweils zwei symbolischen Bildern. Eins davon steht für ihre Tochter und eins davon steht dann jeweils entweder für sie, für ihre Frau, sie für ihren Mann, sie für ihre Tochter, sie für ihre Tochter und du natürlich, Lisa, ne? Ein Bild für die Mutter und ein Bild für deinen Vater. Rosella Blumenthal befürchtet, dass die Familie auseinanderbricht, wenn sich Mutter und Tochter nicht endlich wieder annähern. In diesem besonderen Fall setzt die Pädagogin auf Bilder statt auf Worte. Wider Erwarten macht die Fotoaktion jedoch zunächst alles nur noch schlimmer. Wofür steht das? Das ist für meine Tochter, das ist mein Schmuckstück. Also habe ich einfach mal einen Ring fotografiert, das ist mein Goldstück, kann man so sagen. Ah, ja. Okay. Und dann habe ich einmal für meine Frau hier einmal die Handschuhe fotografiert, dass sie so mein Halt ist. Und das ist einfach total schön, wie sie mit mir immer durchs Leben geht. Ja, schön. Sehr schöne Symbolbilder. Und Sie? Das ist hier die Blume, die steht für meine Tochter. Die ist halt für mich wirklich
meine schöne Blume. Mhm. Dann habe ich hier noch ein Bild mit der Decke. Aha. Die steht jetzt hier für meinen Mann, dass ich mich einfach immer geborgen bei ihm fühle und ich einfach hier einfach glücklich bin mit ihm. Ja, schön. Mhm. Okay. Also ich habe einmal hier eine Bank. Die steht für meinen Papa, weil er immer für mich da ist. Und deswegen eine Bank, weil die auch standhaft ist. Toll, Schatz. Und einmal diese Klettverschlussschuhe. Aha. Die stehen für meine Mama, weil die wie eine Klette ist. Sag mal, geht's eigentlich noch? Ist weißt doch du, so. Ich gebe mir so eine Mühe und du hast hier einen Klettverschluss. Was soll denn das? Ich habe doch gesagt, ich will hier nicht bleiben. Was das, soll das? Nein, das bringt doch alles nichts. Ich gebe mir so eine Mühe, ja? Und das ist das, was zurückkommt? Das kann doch nicht sein. Schon nach der ersten Aktion hatte ich den Eindruck von Frau Stürmer, dass er irgendwas nicht stimmt, denn ihre Argumente waren auch zum Teil so zusammenhanglos, so vorwurfsvoll. Sie wirkte auch auf mich ja schon fast verhärtet, verstockt. Ich habe mir da gedacht, da ist noch was anderes dahinter. Das kann nicht nur der Konflikt zwischen Eltern und einer pubertierenden Jugendlichen sein. Kennen Sie Ihre Frau so? Nein, das ist es ja. Das ist ja erst seit knapp über einem halben Jahr so. Ne? Das war ja früher ganz anders. Die beiden waren ja wie Herz und eine Seele. Ne? Das waren wie die beste Freundin. Das ist auf einmal so gekommen. Ich kann mir das nicht erklären. Was hat sich denn geändert, Frau Stürmer? Das hat mir Lisa eben auch erzählt, dass es vor einem halben Jahr noch ganz anders war. Ich kann nicht drüber reden. Das geht nicht. Ich kann einfach nicht. Das geht nicht. Sowohl Mutter als auch Tochter sind vom jeweils anderen tief enttäuscht. Früher haben sie sich alles anvertraut. Doch heute können die beiden Generationen nicht einmal mehr normal miteinander reden. Fragt sich weiterhin, was genau das ehemals gute Verhältnis der beiden so zerstört hat. Zerstritten heißt für mich immer auch, da ist ganz viel Kränkung, da ist ganz viel Schmerz, da ist auch ganz viel Missverständnis. Und das würde ich mir schon sehr gerne nochmal anschauen. Ich habe keine Lust mehr, mit der jeden Tag zu streiten. Deine Mutter hat mir aber eben unten gesagt, ja, dass es da etwas gibt, worüber sie absolut nicht sprechen kann. Ja, und was soll das sein? Ja, das würde ich jetzt gerne mit dir rausfinden. Und zwar mit Hilfe einer zweiten Übung, bei der Fotos wie ein Puzzle wieder zusammengesetzt werden sollen. Damit will die Sozialpädagogin eine positive Kommunikation zwischen Mutter und Tochter herstellen. Wie sich bald zeigen wird, hat Mama ein trauriges Geheimnis, das gleichzeitig der Auslöser für ihr anhängliches Verhalten ist. Doch erst einmal spitzt sich die Lage erneut zu. Frau Stürmer, fangen Sie an, dass Sie einen Teil nehmen und eine positive Eigenschaft Ihrer Tochter damit benennen. Ja, also ich fand das immer ganz toll, dass wir immer so ein gutes Team waren, dass wir uns immer so gut verstanden haben. Dass wir uns einfach auch abends darauf gefreut haben, uns gegenseitig vom Tag zu erzählen. Mhm. Das war einfach immer sehr schön untereinander. Okay. Und warum machst du das dann kaputt, indem du so klettest? Ich klette doch nicht. Das ist jedes Mal dasselbe bei dir. Okay, Moment. Ja? Lisa, nimm du doch mal bitte einen Teil des Bildes und nenn du mal eine positive Eigenschaft von deiner Mutter. Na, fällt aber im Moment ehrlich gesagt keiner ein. Schau auf deine Mutter mal. Ja, die kann ganz gut kochen und putzen kann sie auch. Sag mal, geht's eigentlich noch? Ist doch so. Fällt dir nichts anderes zu mir ein, als dass ich gut kochen und gut putzen kann? Du kannst gut kletten. Lisa hat ja ihre Mutter immer wieder als Klette bezeichnet. Das ist natürlich kein charmanter Ausdruck, aber hat wirklich zusammengefasst, was Lisa gefühlt hat. Nämlich, dass ihre Mutter immer in der Nähe war, sich ihr auch angeglichen hat, indem sie ihre Sachen angezogen hat. Lisa hat ja auch den Begriff verwendet, Berufsjugendliche. Und das traf natürlich den Nagel auf den Kopf und für mich auch aus Lisas Sicht total nachzuvollziehen. Okay. Ich habe doch gesagt, das bringt nichts. Es ist besser, wenn ich gehen würde. Also ich habe ja immer gedacht, das hat was damit zu tun, dass meine Frau vom Dreivierteljahr 40 wurde und meine Tochter in der Abschlussklasse. Dass das irgendwie, keine Ahnung, dass das der Auslöser war, aber anscheinend. Haben Sie vielleicht Schwierigkeiten jetzt damit, dass Ihre Tochter langsam flügge wird und erwachsen wird und Sie ein Stück zurückbleiben, weil Sie sich eben auch über das Kochen so aufgeregt haben vielleicht? Nein, aber es kann ja auch nicht sein, dass das jetzt meine einzigen guten Eigenschaften sind. Naja. Also. Das ist es nicht. Nein. Mhm. Aber Frau Stürmer, was ist es denn?
Also Frau Stürmer, eins ist klar, wenn Sie nicht darüber reden können, ja, oder es nicht wollen, auch vor Ihrer Familie, können Sie auch gerne mit mir alleine reden. Aber Fakt ist, dass Sie bitte einen Weg finden müssen, darüber zu sprechen. Weil Sie sehen ja selber, so kommen wir nicht weiter. Ja, mit Kletten geht das nicht. Gut, also, da war tatsächlich was. Mhm. Okay. Das war kurz nach meinem 40. Geburtstag. Da bin ich auf der Autobahn gefahren. Und dann war da dieser Unfall. Mhm. Da war eine Mutter und mit ihrer Tochter, so ungefähr in dieses Alter. Mhm. Und die Mutter, die war wirklich sehr, sehr schwer verletzt. Und die Tochter hat halt geschrien, was sie denn ohne Mama machen soll. Und das hat mich irgendwie so sehr an uns erinnert, dass ich krieg einfach auch diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Ah, verstehe. Was passiert denn, wenn ich okay. mal nicht mehr bin und Lisa nicht alles so mitgeben konnte, was ich ihr mitgeben wollte? Okay. Dieses Bild hat sich bei Frau Stürmer regelrecht eingebrannt. Und das ist tatsächlich so bei traumatischen Erlebnissen. Wir können oft nicht drüber reden. Es kommt uns nicht über die Lippen, weil sich dann direkt wieder die Bilder nach vorne ins Bewusstsein holen. Und das versucht man zu vermeiden. Das passiert aber nicht aktiv, sondern unbewusst. Also Fakt ist, dass sie ein schwerwiegendes traumatisches Erlebnis hatten und dass man das nicht so ohne weiteres verarbeiten kann, alleine und auch ohne Hilfe. Ne? Dass sie auch jemanden finden und suchen, der ihnen hilft, dieses traumatische Erlebnis zu verarbeiten. Dass das nicht so weiterarbeiten kann. Jetzt, wo es mal draußen ist, ist das, glaube ich, auch ganz gut. Ja? Dank Sozialpädagogin Rosella Blumenthal hat die Mutter verstanden, dass sie Lisa nicht einengen darf und ihre eigenen Ängste in den Griff bekommen muss. In einer Verhaltenstherapie hat die 40-Jährige gelernt, wie sie ihrer Tochter mehr Freiräume lässt. Inzwischen ist der Familienfrieden wiederhergestellt.